Sonntag, der 26. März. Hier ist Kripo Live. Guten Abend. Heute Nachmittag hat sich die Dresdner Polizei an die Öffentlichkeit gewendet mit der Bitte um ihre Unterstützung. Es geht dabei um den 17-jährigen Philipp Schulze, der als vermisst gemeldet wurde. Der Jugendliche verließ Freitagabend gegen 18 Uhr die elterliche Wohnung, um zu einer Feier zu gehen. Letztmalig wurde er dann am Freitag gegen 23.30 Uhr in Dresden vor dem Club Pier 15 in der Leipziger Straße gesehen. Wir haben die Dresdner Kripo vor gut zwei Stunden zum aktuellen Ermittlungsstand befragen können. Direkt nach der Vermisstenanzeige haben wir natürlich den Bereich nach den Jungen abgesucht. Wir haben die Wasserschutzpolizei hinzugezogen, denn auch die Elbe müssen wir natürlich in den Blick behalten. Darüber hinaus ist ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen, ein Fährtenhund ist zum Einsatz gekommen. Allesamt Sachen, die bis dato nicht zum Auffinden des Jungen geführt haben. Dementsprechend jetzt der Zeugenaufruf über die Medien und die Bitte an die Bevölkerung, mögliche Hinweise an die Polizei weiterzuleiten. Philipp Schulze ist 17 Jahre alt, 1,87 groß und schlank. Der junge Mann hat braune, kurze Haare, die er seitlich kurz geschnitten und oben etwas länger trägt. Bekleidet war er zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit schwarzer Jeans, weißem T-Shirt, einem dunkelblauen Blouson und schwarzen Stoffturnschuhen. Haben Sie Philipp Schulze seit Freitag, 23.30 Uhr, irgendwo gesehen? Wissen Sie, wo er sich derzeit aufhält? Hinweise bitte jetzt an die Kripo Dresden, Telefonnummer 0351 483 2233. Wir befassen uns jetzt auch noch mit einem weiteren vermissten Fall, diesmal aus Sachsen-Anhalt. Es geht dabei um Viola Modde. Vor 17 Tagen verließ die Mutter und Großmutter ihre Wohnung und wird seitdem vermisst. Dass die 57-Jährige aus freien Stücken einfach so ihre Familie verlassen hat, kann sich keiner vorstellen. Auch nicht Viola Moddes Söhne, mit denen ich gleich im Gespräch bin. Vielleicht können Sie, die Kripo-Live-Zuschauer, in dem Fall ja helfen. Die 57-jährige Viola Modde wird seit über zwei Wochen vermisst. Die Suche von Polizei, Familie und Freunden blieb bislang ohne Erfolg. Bis zum Tag ihres Verschwindens lebt Viola Modde zusammen mit ihrem Lebensgefährten in dieser Siedlung in Gerwisch bei Burg in Sachsen-Anhalt. Die Vermessungsinspektorin liebt es zu reisen. Diese Fotos vom Mai letzten Jahres entstanden an der Mosel. Viola Moddes Sohn beschreibt seine Mutter als Familienmensch. Ich würde meine Mutter einschätzen als liebevollen Menschen, ehrlichen Menschen. Hat ihnen auch immer geholfen, wenn man Probleme hatte. Sie kam für sich immer an zweiter Stelle. Zuerst immer alle anderen geholfen. Also das war jetzt das ganz Große. Auch mit ihren Enkel war sie so gern zusammen und immer raus. Viola Modde verbringt viel Zeit mit ihrem Enkelkind. Sie genießt es, draußen in der Natur zu sein. Regelmäßig geht sie spazieren, unternimmt mit ihrer Familie oder allein Radtouren. So auch am Tag ihres Verschwindens. Es ist Donnerstag, der 9. März 2017. Gegen 15 Uhr verlässt Viola Modde ihre Wohnung. Dann hat sie dann wozu ihren Lebensgefährtin gesagt, dass sie mal spazieren gehen will, dass sie raus will. Und dann hat sie entschieden, dann noch das Fahrrad mitzunehmen. Mit diesem blauen Damenrad der Marke Bergamont ist sie unterwegs. Als sie bis zum Abend nicht wieder zurückkehrt, erstattet die Familie der Vermissten Anzeige bei der Polizei in Burg. Nach Erstattung der Vermisstenanzeige begaben sich die Polizeivollzugsbeamten in die Ortslage Gerwisch und haben das Wohngebiet der vermissten Personen im nahen Umfeld abgesucht. Am Folgetag erfolgte dann die umfassende Suche unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers in der Ortslage Gerwisch, Elbbereich und Elbwiesen. Die Wasserschutzpolizei Magdeburg unterstützte diese Suchmaßnahmen durch Absuche des Ufergeländes der Elbe. Auch Mantrailer-Hunde kommen zum Einsatz. Eines der Tiere läuft vom Wohnhaus der Vermissten ca. 550 Meter bis zu diesem Restaurant in Gerwisch, Kombüse. Dann verliert sich die Spur. Nun kann man vermuten, dass eventuell dort die Person in ein Fahrzeug
stieg oder weiter zum Deich fuhr, zum Elbdeich fuhr, oder eben, dass es eine alte Spur war, da Frau Modde ab und zu mal diese Gaststätte aufsuchte. Seit Wochen suchen Familie und Freunde nach Viola Modde. Dass sie gegangen ist, um irgendwo ein neues Leben anzufangen, schließt ihr Sohn aus. Sie hat ja die Leute um sich gebraucht. Ja, also wir waren alles für sie. Dass sie jetzt einfach abhaut ohne Grund, nein. Das Schicksal von Viola Modde bleibt ungeklärt. Das Außergewöhnliche an dieser Sache ist, dass wir keinerlei Spuren oder Hinweise zur vermissten Person haben. Keiner im Ort hat die Person gesehen, das Fahrrad wurde nicht wieder aufgefunden und die Spurensuche allgemein verlief bis jetzt ins Leere. Jetzt sind Viola Moddes Söhne hier bei Kripo Live, Mario und Stefan Modde. Guten Abend. Guten Abend. Stefan, sagen Sie uns, wir haben es gerade gehört, Ihre Mutter war mit ihrem Fahrrad unterwegs. Was hatte sie noch bei sich am Tag ihres Verschwindens? Was wissen Sie? Also, was wir wissen, ist, dass sie ihre Bahnkarte mit hatte, die regional nur von Magdeburg nach Garwisch ging. Dazu ihren Wohnungsschlüssel und wahrscheinlich noch eine Taschenlampe und Kleingeld. Also sie hat keine größeren Summen eingesteckt? Nein, also größere Summen, die hatte vorher, einen Tag vorher noch Geld abgeholt, das war alles da. Größere Summen hat sie nicht bei gehabt. Ja. Mario, als Sie Ihre Mutter zuletzt gesehen haben, in welcher Verfassung war sie da? Ich frage deshalb, sie litt ja unter Depressionen. Ja. Also als ich letztes Mal bei ihr war, da war ich mit meinem Sohn da, da ging es ihr gut. Ansonsten war sie dann eine Woche später schon krank gewesen, da ging es ihr dann wieder schlechter. War dann jetzt zum Zeitpunkt des Verschwindens wieder auf einem besseren Wege. Sie war vorher dann schon zum Friseur gewesen und auch zur Mondschau. Also könnte davon ausgehen, dass ihr wieder besser ging. Also sie hat sich eigentlich ganz normal verhalten. Genau. Haben Sie irgendwelche Hinweise darauf, was mit ihr geschehen sein könnte? Also man spekuliert sicherlich auch im Rahmen der Familie, was mit Muttern passiert sein könnte. Ja. Am Anfang hat man wirklich gedacht, dass vielleicht nur ein Unfall ist, dass er irgendwo liegt. Das konnte man aber relativ schnell ausschließen, weil wir alles abgesucht hatten. Ansonsten gab es dann einen Hinweis von einer Arbeitskollegin, dass sie eventuell Suizid begehen wollte. Das hat sie ihrer Arbeitskollegin im Oktober letzten Jahres gesagt gehabt, dass wenn sie mal Suizid begehen würde, würde sie das in der Nähe von Schermen machen, in einem leerstehenden Haus. Das waren so die Aussagen. Dieses Objekt wurde ja sicherlich von Ihnen und der Polizei auch gesucht und man hat dort nichts gefunden. Hat sie Ihnen gegenüber mal Suizidgedanken geäußert im Rahmen der Familie? Nein, überhaupt gar nicht. Ja. Mario, können Sie uns vielleicht anhand der Karte ein bisschen zeigen, wo Ihre Mutter unterwegs war, wenn sie ihre Fahrradtouren unternommen hat? Also meine Mutter ist gerne mit Fahrrad nach Löstau gefahren. Sie war leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Auch Elbradweg hier oben an der Elbe lang, bis Biederitz, Magdeburg, Herrenkrug. Das waren so ihre Hauptstrecken gewesen. Sie selbst haben ja auch einiges unternommen, um Ihre Mutter zu finden. Was haben Sie getan? Wir hatten gleich am Anfang erstmal eine Facebook-Gruppe aufgemacht, damit wir Hinweise bekommen, auch von der Bevölkerung. Wir haben Flyer hergestellt, die uns auch bezahlt wurden, kostenlos. Dann sind wir selber mit 30 Personen auf der Suche gegangen, aber bisher ergebnislos. Mhm. Und mit Ihrer Mutter gemeinsam ist natürlich auch das Fahrrad verschwunden. Wir können hier auch vielleicht das Bild noch mal kurz zeigen. Auch das ist bislang nicht aufgetaucht. Nein, richtig, genau. Das Fahrrad ist auch spurlos verschwunden. Wissen nichts. Ich danke Ihnen erstmal herzlich, dass Sie heute bei Kripo Live sind. Und vielleicht können unsere Zuschauer Ihnen ja jetzt weiterhelfen. Darum die Frage an Sie. Ist Ihnen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Viola Modde etwas aufgefallen? Die 57-jährige Frau ist ca. 1,65 groß. Sie hat kurzes, rotbraunes Haar und eine Brille. Diese Jacke trug sie am 9. März, also an dem Tag, als sie zuletzt gesehen wurde. Und mit diesem Fahrrad der Marke Bergamont war sie an jenem Tag unterwegs. Das Rad ist bei der Polizei registriert und hat die hier eingeblendete Kodierungsnummer. Haben Sie Viola Modde seit dem 9. März irgendwo gesehen? Wissen Sie, wo sie sich jetzt befindet? Ist Ihnen das Fahrrad vielleicht aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt jetzt die Kripo Burg entgegen. Telefonnummer 03921 920 und die 0. Diebe in Naumburg wussten offensichtlich ganz genau, was sie wollten. Nämlich ein rotes Sportboot der Marke Vega. Zumindest sprechen die Umstände dafür, dass die Täter ganz gezielt zu Werke gingen.
Aber möglicherweise gelingt es ja jetzt mit Ihrer Hilfe, das auffällige Boot wiederzufinden und damit auch den Dieben auf die Spur zu kommen. Hier die Einzelheiten. Spuren eines Garageneinbruchs. Das Schloss verbogen, die Tür zerkratzt. Es war schon emotional ganz schön heftig, wenn man so nach vielen Jahren seines Hobbys beraubt wird. Seit 16 Jahren begeistert sich Andreas Hase für Motorboote. Lange Zeit fuhr er ein motorisiertes Schlauchboot. Doch vor 8 Jahren sollte endlich etwas Luxuriöseres an den Start und er kaufte sich dieses knallrote Sportboot der italienischen Marke Vega. Heute findet man diese Boote nur noch selten, denn sie werden seit Ende der 80er Jahre nicht mehr hergestellt. Für Andreas Hase war es ein Glückstreffer. Er fand die Rarität in einer Zeitschrift, inseriert von einem privaten Eigentümer aus Wittenberg. Der Preis 3.500 Euro. Der Verlust wiegt schwer, denn Urlaube an Müritz und Saale werden jetzt ohne Boot stattfinden müssen. Entwendet wurde es aus diesem Naumburger Garagenkomplex. Von außen ist die Sicht in die Garagenhöfe an der Jenaer Straße sehr eingeschränkt. Das haben die Diebe ausgenutzt. So könnte es passiert sein. Es ist ein kalter Wintertag. In dem Garagenkomplex aus DDR-Zeiten ist zu dieser Jahreszeit kaum ein Mensch unterwegs. Die Diebe kommen wahrscheinlich mit einem Auto, mit Anhängerkupplung. Gewaltsam öffnen sie das Schloss der Garagentür. Man hat es im ersten Augenblick erst mal gar nicht gemerkt. Die Tür war wieder ordnungsgemäß verschlossen. Oder nicht verschlossen, angelehnt, mit den Steinen zugeklemmt. Haben sich wirklich richtig Mühe gegeben, das zu vertuschen, dass es nicht gleich jeder sieht. Die Diebe gehen gezielt vor. Das Boot steht abfahrbereit, mit Gurten angeschnallt und blauer Plane bedeckt auf einem Bootstrailer. Vermutlich ziehen sie ihn aus der Garage und hängen ihn an ein Auto. Außerdem entwenden sie ein braunes Kassettenradio und einen gut befüllten Benzinkanister. Auch sämtliches Bootszubehör war noch an Bord. Darunter eine gelbe Reisetasche mit Werkzeug und 2 Paddel. Dann verschwinden die Diebe samt Boot unbemerkt über die Jenaer Straße. Für die Polizei ein Fall mit wenigen Anhaltspunkten. Die Ermittlungen sind dahingehend, haben sich schwierig gestaltet, weil ja der Tatzeitraum recht lange angegeben worden ist. Wir gehen auch von mehreren Tätern aus, wir können wir aber mit Sicherheit nicht sagen. Vermutlich liegt der Tatzeitraum zwischen Anfang Januar und Anfang Februar 2017. In dem Garagenkomplex waren zur Anzeigenaufnahme nur die eine Garage betroffen. Und zum Abtransport dieses Trailers ist natürlich auch ein gewisses Fahrzeug notwendig, sprich mit Anhängerkupplung. Das heißt, davon gehen wir aus, dass es einfach eine ganz gezielte Straftat gewesen ist. Andreas Hase geht von einem Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro aus. Allein das Boot war 3.000 Euro wert. Versichert war es leider nicht. Haben Sie das Boot samt Anhänger irgendwo gesehen? Oder ist Ihnen am Tatort, an dem Garagenkomplex in Naumburg Anfang dieses Jahres etwas aufgefallen? Zum Beispiel Personen oder Transportfahrzeuge? Hier noch einige Angaben zum gestohlenen Boot der italienischen Marke Vega, Modell 410. Es ist ca. 4 Meter lang und 1,60 breit, Baujahr 1999. Es ist rot, hat ein weißes, ausklappbares Sonnendach und das Kennzeichen DDB539. Ihre Hinweise nimmt jetzt die Kripo Weißenfels unter dieser Telefonnummer entgegen. 03 443 282 293. Zu unserem nächsten Fall nach Sachsen, genauer nach Diepoldiswalde im Osterzgebirge. Dabei könnten so ein Motorrad, aber auch ein Kapuzenpulli mit Dynamo Dresden-Aufdruck eine wichtige Spur zu den Tätern liefern. Denn es geht um Brandstiftung. In dieser Woche hat die Polizei in Diepoldiswalde auch Plakate aufgehängt und um Mithilfe durch die Bevölkerung gebeten. Es wurde inzwischen eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Vielleicht können Sie ja jetzt den entscheidenden Hinweis in der Sache liefern. Diese Originalaufnahmen zeigen einen Großbrand in Diepoldiswalde. Anwohner filmen das Feuer in den frühen Morgenstunden des 31. Oktober 2015.
Über 30 Meter hohe Flammen zerstören damals 68 Container, die als Bürogebäude genutzt wurden. Hier eine Aufnahme vor dem Brand. Mittlerweile sind die abgebrannten Container abtransportiert worden. Zurück bleibt diese Brachfläche. Nur dem schnellen Einsatz der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass die Flammen nicht auf die unmittelbar angrenzende Kindertagesstätte und Wohnhäuser übergreifen. Das Gelände, auf dem die Container standen, gehört dem Bauunternehmen Schwarz. Das Familienunternehmen betreibt mehrere Steinbrüche und eine Spedition. In dem Gebäude, was hier stand, war unsere Verwaltung drin, wo 20 Arbeitsplätze dranhängen. Durch die Flammen ist unsere Computertechnik, unsere Buchhaltung, alles in den Flammen aufgegangen. Auch anderthalb Jahre später hat die Polizei kaum Hinweise auf den oder die Täter. Einen technischen Defekt schließen die Brandursachenermittler der Polizei aus, denn sie konnten Brandbeschleuniger nachweisen. Es ist sicherlich davon auszugehen, dass die Containeranlage vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Teilweise war vorab medial bekannt, dass eben diese Containerunterkunft, dieser Komplex, zum Verkauf in Asylbewerberunterkunft angeboten wurde. Möglicherweise war die geplante Nutzung der Container als Flüchtlingsunterkunft das Motiv für die Brandstiftung. Die angezündeten Container waren im Besitz von Henrik Schwarz, der heute auch bei Kripo Live ist. Guten Abend. Guten Abend. Herr Schwarz, die Polizei, wir haben es gehört, geht ja von Brandstiftung aus. Und Sie persönlich haben aber auch ganz konkrete Indizien, dass eine Straftat vorliegt. Ja, in der Woche vor dem Brand hat es am Mittwoch zu Donnerstag einen Einbruch in dem Gebäude gegeben, wo sämtliche Türen geöffnet wurden, aber nichts entwendet wurde. Mhm. Und an dem Donnerstag gegen Mittag bekam ich einen Drohanruf. Was wurde da gesagt? Welche Drohungen wurden ausgesprochen? Da wurde gesagt, ich soll mir überlegen, an wem und zu was ich die Container verkaufe. Und ich sollte mir überlegen, wo ich abends hingehe. Was war denn der Plan? Was war Ihr Plan mit den Containern? Der Plan mit den Containern war, die ans Land bzw. an freie Händler zu verkaufen, dort abzubauen und ja. Die wurden dann, sollten dann als Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung gestellt werden? Zum Beispiel werden, oder als Flüchtlingsunterkünfte. Der Containerpreis hatte sich in dem Jahr 2015 sprunghaft erhöht, natürlich durch die Flüchtlingskrise. Und wir wollen dort einfach ein Geschäft machen. Der Vertragsabschluss stand kurz bevor oder war bereits getätigt? Der Vertragsabschluss war noch nicht getätigt. Wir waren in Verhandlungen mit mehreren Institutionen vom Land Sachsen bzw. mit freien Händlern. Interessanterweise wurde über Ihre Verkaufsabsicht aber auch in der örtlichen Presse berichtet, sodass das viele Leute wussten. Es wussten viele, sehr viele. Sie haben jetzt zur Aufklärung dieses Verbrechens auch eine Belohnung ausgesetzt von 10.000 Euro. Allerdings zeitlich begrenzt für nur 3 Monate. Warum das? Wir haben die Belohnung ausgesetzt, um den oder diejenigen Täter zu erreichen. Die Belohnung ist beschränkt auf 3 Monate, da wir 16 Monate nach dem Brandereignis von unserer Versicherung noch keinen Schaden reguliert bekommen haben. Und wir jetzt möchten darauf dringen, dass die Täter ans Tageslicht kommen. Und Sie hoffen natürlich darauf, dass dann die Ermittlungen auch abgeschlossen werden können, damit Ihre Versicherung den Schaden regulieren kann. Genau. Henrik Schwarz, vielen Dank für den Besuch hier. Und wir schauen uns jetzt noch mal einige Details an, die in dem Fall eine Rolle spielen und auf die Spur der Täter führen könnten. Zunächst geht es um den Tatort. Haben Sie am 31. Oktober 2015 gegen 1.30 Uhr in Diepoldiswalde rund um das Firmengelände etwas Auffälliges bemerkt? Vielleicht am Fürstenweg oder in der Friedrich-Engels-Straße. Ein Anwohner hat ausgesagt, dass er in der ruhigen Siedlung ein auffälliges Motorradgeräusch in der Brandnacht gehört hat, in Höhe des Lidls. Dabei soll es sich um eine Cross- bzw. Offroad-Maschine gehandelt haben, ähnlich dieser hier, die wir hier im Studio haben. Und wir können Ihnen auch einmal demonstrieren, wie dieses Motorrad klingt. Laut Augenzeugen war auch ein Mann rund um den Brandort unterwegs, der betont unbekümmert erschien. Es könnte sich um einen wichtigen Zeugen handeln.
Und dieser Mann soll so ein Kapuzenshirt mit der Aufschrift Dynamo Dresden getragen haben und eine schwarze Hose. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß. Es ermittelt die Kripo Dresden, die Sie jetzt anrufen können. Telefonnummer 0351 483 2233. Mit diesem Phantombild suchte die Kripo Burg im Oktober 2014 nach einem Supermarkträuber. Dass dieser Mann auch vor einem Gewaltverbrechen nicht zurückschrecken würde, zeigte sich nur wenige Wochen später. Die Polizei war jetzt einem Mörder auf der Spur. Als Überwachungskameras diesen Mann erfassen, ahnt niemand, dass er gleich einen Mord begehen wird. An der Kasse bedroht er die Verkäuferin mit einer Pistole. Pass auf. Die Waffe ist geladen und entsichert. Als die Kassiererin dem Mann das Geld übergibt, geht ein junger Mann dazwischen. Der Täter flüchtet mit dem Fahrrad. Der junge Mann, der der Frau an der Kasse helfen wollte, verstirbt noch am Tatort. Auf seinem Grabstein in Berlin hat seine Mutter ein Foto ihres Jungen anbringen lassen. Es soll ihren Joey so zeigen, wie er war. Lebensfroh und hilfsbereit. Das hat der Joey mitgekriegt und hat eingegriffen. Der wollte wirklich und nur der Verkäuferin helfen. Und ein paar Minuten später, dann war er tot, ne? Am Tatort stellen Menschen Kerzen auf, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Der Schmerz über den Verlust des Sohnes sitzt bei der Mutter tief. Ich hab das streckenweise heute noch, wenn ich manchmal so meine Kerzen anmache und dann. Und dann mit einmal schießt ihn der Gedanke durch den Kopf, der kommt nie wieder, der kann ihn nicht mehr umarmen, diese Wärme ist weg. Spurensuche am Tatort in Hannover. Die verwendete Munition und die Tatwaffe legen den Verdacht nahe, der Fall könnte mit zahlreichen anderen Supermarktüberfällen zusammenhängen. Ist ein und derselbe Täter für eine deutschlandweite Serie von Raubüberfällen verantwortlich? Auffällig ist, alle Tatorte liegen in der Nähe einer Autobahn. Auch ein Überfall auf einen Rewe-Markt in Burg bei Magdeburg könnte auf das Konto des Gesuchten gehen. Sowie ein weiterer auf eine Aldi-Filiale in Möckern in Sachsen-Anhalt. Im April 2015 fahndet die Polizei bei Kripo Live und setzt auf die Unterstützung der Zuschauer. Die Parallelen in diesen Fällen sind so, dass es auffällige Übereinstimmungen in den Personenbeschreibungen gibt und auch in der Begehungsweise. Also zum Beispiel kam der Täter immer kurz vor Ladenschluss in den Laden, hat sich dann einige wenige Waren ausgesucht, diese auf das Kassenband gelegt und letztendlich mit einer Schusswaffe dann das Bargeld erpresst. Insgesamt gibt es jetzt 6 ähnliche Phantombilder. Zeigen Sie etwa denselben Mann? Staatsanwaltschaft und Polizei wollen den Täter unbedingt stoppen. Doch immer wieder gibt es Rückschläge. Wir haben natürlich auch auf die Mithilfe der Öffentlichkeit gebaut. Und in einem Fall hatten wir dann auch einen sehr konkreten Hinweis auf eine Person, wo zunächst alles zu passen schien. Und dann mussten wir natürlich irgendwann zugreifen, haben aber dann sehr schnell schon nach dem Zugriff feststellen müssen, dass es sich leider um den Falschen gehandelt hat. Im Juni 2015 gerät in der Nähe von Dresden wieder ein Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler. Ist er der gesuchte Supermarkträuber und Mörder von Joey K.? Mehr zu dieser spektakulären Raubserie und den Mordermittlungen zeigen wir Ihnen am Mittwoch um 21.15 Uhr in einer neuen Folge der MDR-Reihe Die Spur der Täter. Vielleicht gelingt es ja auch heute wieder, durch Ihre Hinweise den ein oder anderen Täter zu überführen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich bis zum kommenden Sonntag hier bei Kripo Live.